Danke, Frau Faeser. Danke. Das hat also die Verschärfung Ihres Waffengesetzes in Solingen gebracht. Nichts. Gar nichts. Millionen Steuergelder verbrannt. Für nichts. Für blinden Aktionismus. Aus gegebenem Anlass. Heute haben wir den 24.08. Gestern 21.08. 21.37 Uhr gingen Notrufe in der Leitstelle in Solingen ein. Das war der 650-Jahr-Feier in Solingen. Eine Person auf Publikum mit einem Messer einsticht. Das Ergebnis daraus sind 3 Tote, 8 Verletzte, davon 5 schwer. Ironischerweise befinden wir uns gerade zu diesem Thema für einen Kunden in einem Projekt, wo wir genau dieses Thema angehen, nämlich Massenanfall Verletzter bei Zustand nach Messerattacke. Und das ist im Moment nicht die einzige Anfrage. Wir haben inzwischen mehrere davon und wir werden die nach und nach tatsächlich bearbeiten und abarbeiten. Was war passiert? Ein bis dato, bis heute, wie gesagt, gestern Abend passiert, heute Morgen noch unbekannter Mann hat bei der 650-Jahr-Feier in Solingen auf Besucher des Festes eingestochen. Und zwar gezielt in die Halsregion. Und da ist ganz egal, was für ein Messer ihr habt, da könnt ihr das Brotmesser meiner 10-Jährigen so zum Brote schmieren mit so einer Klinge. Reicht schon. Und was hat die Verschärfung des Waffengesetzes jetzt gebracht? Nichts. Gar nichts. Frau Faeser, ich weiß nicht, ob Ihre Berater Ihnen das noch nicht gesagt haben. Ich versuche es mal mit möglichst pädagogisch wertvoll gewählten Wortgut. Die Bösen halten sich nicht an Waffengesetze. Haben sie noch nie. Werden sie auch in den nächsten 350 Millionen Jahren nicht tun. Und schon gar nicht an die Waffengesetze, die durch sie verschärft oder verschlimmbessert wurden. Denn an der eigentlichen Grundproblematik ist nach wie vor nichts getan. Und was wir ebenfalls brauchen, und dazu habe ich inzwischen auch den Podcast, wir brauchen ein Umdenken in der Ersten Hilfe. Und wenn wir schon mal dabei sind, dürfen wir uns jetzt auch gerne beeilen. Das Schöne ist, ich kann und ich will die Welt gar nicht alleine retten. Das geht viel, viel besser, wenn wir das in einer großen Community machen. Ich alleine, wie der Franzose so schön zu sagen fliegt, moi je suis un ver de terre. Beaucoup de ver de terre, mais ver de terre. Ich bin ein Wurm. Ein dicker Wurm, aber Wurm. Aber wenn man mich so in meiner ganzen Würmlichkeit fragt, dann will seit 2011 die Deutsche Gesellschaft für Unfallversicherung genau dieses Thema in die Leinausbildung haben. Warum denn bitte wohl? Weil 2011 schon abzusehen war, dass wir uns da in einer Richtung bewegen, die uns allen nicht gut tut. Wir brauchen ja auch keine Schusswaffen oder so. Wir haben die deutschen Autobahnen. Wir haben den deutschen Straßenverkehr mit bummelig 3.500 Verkehrstoten pro Jahr. Wovon gute 75% zumeist über die Extremitäten verbluten. Habe ich auch Ewigkeiten, kann man alles beim Statistischen Bundesamt sich mal wunderschön rausfiltern. Ist kein Ding, ist keine große Aktion. Ich packe den Link zum Statistischen Bundesamt auch herzlich gern unten in die Videobeschreibung. Aber was wir brauchen und was wir schnell brauchen, ist ein Umdenken in der Ersten Hilfe. So, guckt euch mal um, so links und rechts die Leute um euch herum. Wer von euch hat denn Erste-Hilfe-Material bei so einer Veranstaltung dabei? Und wie immer, folgt diesem patschnassen Händchen. Moment. Es ist eine Traumabandage drin, es ist ein Tourniquet drin. Linke Oberschenkeltasche. Und nicht nur bei mir, sondern beim gesamten Team Mediurs, meine Damen und Herren. Nicht, dass wir uns da falsch Miss, Mrs. oder Ma'am verstehen oder so. Das mache ich nicht nur, weil ich da so wahnsinnig viel Bock drauf habe, sondern das mache ich seit vielen, vielen Jahren aus Erfahrung, aus Sanitätswachdiensten
Und aus meinen persönlich gemachten Erfahrungen, mein Weckruf zum Thema starken Blutung hatte ich 1994 des letzten Jahrhunderts bei einem Massenanfall Verletzter auf der A9. Und ich war 21. Da habe ich in einer Einsatzstelle gestanden, die für mich der Weckruf war zum Thema starke Blutung. 6 Jahre vorher war das Thema Abbinden gerade aus der Lahnausbildung rausgenommen worden mit der Kommentierung, dabei würden Extremitäten absterben. Ja, was ist denn das Schlimmere? Vielleicht ein Bein verlieren, wobei dann müsste dieses Bein in diesem unserem Land schon länger als 8 Stunden abgebunden sein, dass da irgendwas irgendwie abstirbt. Oder das Ganze überleben und überall einen Parkplatz kriegen. Also haltet mich für sarkastisch, aber ich bin eher für Letzteres. Und wie gesagt, dieses Thema will die DGUV, die Deutsche Gesellschaft für Unfallversicherung, seit 2011 in die Leinausbildung haben. Es ist 2015 eingeschlossen, mitnichten. Natürlich nicht. Seit 2007 wissen alle Beteiligten um dieses Thema und es wird auf allen Kongressen, ja, und wir müssen, und was sich da gegenseitig ins Händchen geheuchelt wird. Es ist zum Aus der Hose fahren, meine Damen und Herren. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauftrag, sämtliche kreuztragenden Vereinigungen christlich junger Menschen wissen seit 2007 um dieses Problem. Seitdem wird es nämlich unter anderem von den Damen und Herren aus Bundeswehrkrankenhäusern, von Ärzten und Chefärzten laut und deutlich propagiert. Da werden Einsatzerfahrungen aus dem Auslandseinsatz geteilt, die hier Leben retten könnten. Dazu muss man aber den Daumen aus dem Gesicht nehmen, das Nuckel einstellen und irgendwann mal seinem Scheiß-Einsatzauftrag nachkommen. Und das ist genau dieser Auftrag, zu dem sich 2018 die ganzen großen Organisationen zusammengetan haben, zu einem Rahmenvertrag für den Bevölkerungsschutz. Wer hat es denn umgesetzt? Oh, Moment, ich habe diesen Rahmenvertrag ja gar nicht unterschrieben. Witzigerweise bin ich derjenige, der dieses Konzept als allererstes am Start hatte. Und wenn man sich mal diesen Rahmenvertrag anguckt und das mit meinen Konzepten vergleicht, die übrigens seit 2016 nahezu unverändert auf meiner Homepage stehen, dann wird man feststellen, dass irgendwelche Leute da Copy-Paste betrieben haben. Und zwar bei mir. Hätten diese 8 Schwerverletzten irgendwie besser versorgt werden können? Zu 100% ja. In Dänemark, 2 Stunden diese Richtung, hat man überall da, wo diese automatisierten externen Defibrillatoren hängen, inzwischen Traumakits aufgehängt mit komprimierter Gase, mit Tourniquets, mit Traumabandagen und mit Handschuhen. Warum machen die das? Übrigens, die haben 2017 damit angefangen. Und wir kriegen es nicht geschissen. Wir kriegen es nicht auf die Kette. Bin ich der Einzige, der da so langsam wirklich die Fassung verliert? Oder wie? Oder was? Was wir in diesem unserem Land brauchen, meine Damen und Herren, ist eine sogenannte Sheepdog-Mentalität. Und wenn wir damit schon mal dabei sind, dann dürfen wir uns auch sehr, sehr gerne beeilen. Denn diese Anschläge werden nicht weniger und die werden auch in den nächsten 10 Jahren nicht weniger. Da verwette ich fast meine kontaktfreudigsten Körperöffnungen drauf. Das, was wir brauchen, sind Leute, die in derartiger Situation wirklich beherzt eingreifen. Das ist eine gut ausgebildete Polizei, die sich liebevoll um die Messerangreifer kümmert und die Einsatzstelle für weitere Ersthelfer tatsächlich sicher macht. Und was wir brauchen, ist ein Umdenken in der ersten Hilfe. Weil das hier rettet Leben. Kostet nicht die Welt, rettet aber Leben. Wo ihr weitere Infos zu dem Material findet, da gebe ich euch hier ganz gerne mal eine Playlist. Und es gibt auch unten den einen oder anderen Link in der Videobeschreibung. Passt auf euch auf. Den Betroffenen und Beteiligten aus diesem Messerattentat in Solingen wünsche ich mein ernsthaftes, aufrechtes Mitgefühl und viel Kraft in den nächsten Wochen. Wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, unten gibt es einen Kontakt dazu. Ihr werdet jede Hilfe brauchen, die ihr kriegen könnt.
Der Anschlag in Solingen zeigt mal wieder auf, dass hier sehr, sehr dringend ein Umdenken in der ersten Hilfe benötigen. Er zeigt auch auf, dass sich bei Weitem noch nicht überall rumgesprochen hat, dass bestimmtes Material und die dazugehörige Schulung und das Wissen im Umgang mit dem Material wirklich Leben verlängern kann. Ich hatte es vorhin gesagt, ne? Linke Hand, linke Oberschenkeltasche, Tourniquet, Traumabandage. Viermal muss es gar nicht sein. Und sagt mir nicht, dass ihr keinen Platz an der Tasche dafür habt. Das ist. Nein. Denkt nicht mal dran. Wenn ihr meint, jemandem dermaßen praktisch in die Tasche lügen zu wollen, dann macht das mit euch selbst, aber nicht mit mir. Und ich sage es immer wieder und ich sage es immer wieder gerne: In über 80% der Fälle, in denen jemand erste Hilfe benötigt, und ich glaube, wir sind uns sicher, dass nach so einer Attacke definitiv erste Hilfe vonnöten ist. Da ist es nicht der große böse Unbekannte, da ist es jemand aus unserem allernächsten Beritt. Allerengste Familie, allerengste Freunde, sehr lange, sehr, sehr viel nichts. Und umso wichtiger ist es, dass ihr an dem Material geschult seid. Noch wichtiger ist, dass ihr das Material dabei habt oder zumindest wisst, wie man eine starke Blutung zur Not auch improvisiert stoppen kann. Denn doch, das geht. Er hat über viele tausend Jahre funktioniert. Mögen nur viele nicht hören. Dazu müsst ihr es aber einmal vernünftig ausgebildet und gezeigt gekriegt haben. Und dazu müsst ihr es üben. Ihr, nicht ich. Ich kann das. Aber ich gebe auch diese Kurse dazu. Warum? Weil ich es kann. Warum? Weil ich öfters in Situationen gesteckt habe, wo ich genau dieses Wissen habe anwenden müssen. Und wo ein Scheitern mit einem Tourniquet oder einer improvisierten Traumabandage alles Mögliche war, nur keine Option. In diesem Genre hast du keinen Platz für ersten und zweiten Gewinner oder ersten, zweiten, dritten Platz oder so. Entweder kriegst du es geschissen oder du kriegst es nicht hin. Ganz einfach. Und das, was wir müssen, ist, dass wir zu einer sogenannten Sheepdog-Mentalität kehren. Ich bin mir relativ sicher, dass es das sehr, sehr lange gegeben hat. Früher nannte man sowas Zivilcourage und auch davon bin ich ein absoluter Fan. Aber ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass das nur meine Generation ist. Und ich gehöre zur Generation X, also mit Baujahr 73. Und wenn wir schon mal dabei sind, dieses Wissen wieder aufzufrischen, dann dürfen wir uns auch gerne beeilen. Denn diese Szenarien häufen sich. Und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten 10 Jahren nicht besser werden wird. Habe ich ein sicheres Gefühl hier in Deutschland? Kommt ein bisschen drauf an, wer fragt und wer antwortet. Kinders, wo ihr die Schulung dazu kriegt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie ihr in so einem Szenario Ruhe bewahrt und die richtigen Entscheidungen trifft, das Video gebe ich euch hier. Wo ihr Material dazu findet, werdet ihr auch unten in der Videobeschreibung finden. Habt im Hinterkopf, dass diese Sorgen mit den Jahrmärkten, mit Herbstmarkt, mit Oktoberfest und weiß der Fuchs was nicht noch alles, diese Sorgen zu diesen Jahrmärkten oder überhaupt diese Märkte, diese Sorgen dazu hat im Grunde noch nicht mal begonnen. Habt das im Hinterkopf. Und wir müssen von dem Tollein anderer Macht's weg und wir müssen selber mal Hand anlegen. Und das hat wenig mit der klassischen Erste Hilfe zu tun, denn das, was du in der klassischen Erste Hilfe an Druckverband vermittelt kriegst, das ist ein Witz in Tüten. Und auch dazu habe ich mich schon ausgekaspert, das Video gebe ich euch hier gerne mal. Passt auf euch auf, haltet die Augen offen und macht keinen Blödsinn. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.